Willkommen zur Digimon Story Hackers Memory. Wir haben eine Nachricht bekommen. Ich habe gut geschlafen und war früh wach. Heute wird ein guter Tag. Du bist früh wach, früh aufgestanden? Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Okay, im letzten Part bin ich ein wenig herumgeirrt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und wir müssen genau dorthin, wo ich im letzten Part nicht war. Und zwar in... nach Kolon Ebene 2. Wir waren in Unterkolon Ebene 2, aber nicht in Kolon Ebene 2, wo wir eigentlich hin müssen. Aber jetzt geht es ja hoffentlich weiter. So, ja, der Typ sitzt jetzt nicht mehr davor, das heißt, ich kann gegen die Firewall kämpfen. Gut, das werden wir, denke ich, mit den normalen Angriffen ja hinbekommen, oder? Kettenangriff auch gleich. Hacking, Mauerspalt. Du kannst sichere Firewalls eliminieren, die dir den Weg blockieren und dann weitermachen. Je nach Widerstandsfähigkeit der Firewall wird eine andere Stufe dieser Fertigkeit verlangt. Nur mit der nötigen Mauerspaltstufe kannst du eine Firewall knacken. Zwei Viereck. Achso. Ich stand zu weit weg. Okay, wir müssen nicht gegen sie kämpfen, wir können sie einfach aufheben. Gut, was ist... Achso, hier kann ich wieder raus, ja. Wir werden einmal ganz kurz ins Digilab gehen. Hier noch ein... Okay, keine Wiederherstellung, war eh noch auf Maximum. Dann gehen wir auch schon direkt weiter. Stark, klug und cool. Kolon gehört uns Hackern. Ja, schön voll. Wer hat dir erlaubt, herzukommen? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Okay. Viel Schaden mache ich ja im Moment nicht. Noch ein normaler Angriff. Level up. Sehr schön. Statusleiden sind schlimm, vor allem Verwirrung. Deshalb braucht man Ausrüstung, die gegen sie resistent macht oder sie negiert. Okay. Moon-Mond-Medaille oder Moon-Mond-Medaille. Wenn das so ist, kann ich ja eine Attacke hier einsetzen. Ah,
die Kiste da oben hole ich mir. Zweimal TP, Kapsel C. Sehr schön. Arg. Na, der hat jetzt nicht viel zu sagen. Okay. Ah, ich gehe auf ihn los. Nitro. Auch keine Schwächen, dann nehmen wir Nitro Wasser 2. Macht mir Schaden. Jeder hat ein Level up. Sehr schön. Und ein neues Gen wurde abgeschlossen. Hau ab hier. Mit uns legt sich niemand ungestraft an. Gehen wir auf ihn los. Wieder Level up. Sehr schön, Geschwindigkeitsladung hat er gelernt. Du bist also Mephisto, stimmt das? Und wen habe ich vor mir? Ich erinnere mich an keine neuen Termine. Du hattest einen, bloß mit jemand anderem. Bah. Wenn meine Kundendaten bekannt geworden sind, muss ich mir wohl meine Zulieferer besser aussuchen. Dazu wirst du keine Gelegenheit haben. Wir wissen, dass du einzelne Hacker dazu anstiftest, ihnen Konten zu klauen. Wir sind hier, um dich im Auftrag Sexens zu bestrafen. Sexen? Ach ja? Dieser Haufen mit diesem ahnungslosen Bengel als Anführer? Wie unpässlich. Ich bin schließlich gerade mitten in einem Auftrag. Ich habe keine Zeit, mit euch Räuber und Gendarmen zu spielen. Kontenhandel ist recht lukrativ. Hacker besorgen haufenweise Konten für einen Apfel und ein Ei. Und genug Leute kaufen sie mir für teures Geld ab. Mit euch zu spielen bringt mir hingegen kein Geld. Also werde ich meine kostbare Zeit nicht mit euch Knallköpfen vergeuden. Ihr habt kein Recht, euch in meine Geschäfte einzumischen. Du redest zu viel. Gib jetzt die gestohlenen Account-Daten her. Hoppla, bei Geschäften in Kolumn passiert so etwas nie. Wenn ihr uns unterschätzt, wird es euch leid tun. Ah, sehr schön. Der hat viel Leben. Physischer Angriff, 30 Freischaden gegen alle Gegner. Und 55, dann nehmen wir 90.
Er hat leider keinen Schadensbonus. Aber ist auch noch ein schöner Schaden. Sehr gut daneben. Dann machen wir weiterhin. Was ist der Geschwindigkeitsfall? Erhöht die Geschwindigkeit eines Verbündeten um 10%. Ich werde bei dem Schadenausgleich nochmal bleiben. Speicher ab, perfekt. Und Level Ups auch. Nein, das kann nicht sein. Wir konnten ein paar Grünschnäbel nur. Jetzt her mit den Konten. Ihr denkt doch nicht etwa, dass ich meine kostbare Ware, meine Konten einfach hergebe, ohne zu. Ah. Konten. Was zum. Okay, jetzt übertreibt er ein wenig. Der Schweinehund. Er hat die Accounts weggeschafft und sich davon gemacht. Moment, ihm können wir später nachlaufen. Die Accounts sind das Wichtigste. Wir haben so ziemlich alle, aber das sind weniger als von 6 angegeben. Den Rest muss er noch haben. Außerdem macht mir sein Verhalten Sorgen. Gehen wir. Hitose, Mephisto-san ist davon gelaufen. Ja, ich habe alles gesehen. Die Kleine spürt ihn gerade auf. Mephisto ist wohl tiefer hineingegangen. Hier gibt es keine Auslogbereiche, also ist das eine gute Gelegenheit. Dann haben wir keine Zeit zu verschwenden. Ihm nach. Okay, das heißt, wir müssen tiefer. Ein alter Mann hat mich vor dem K-Café angesprochen, wollte Digimon mitteilen. Es gibt schon komische Figuren. Du verdienst vielleicht etwas daran, wenn jemand zu einem guten Preis kauft. Ja, gehen wir in den. Sagen wir das. Gut, also ich muss tiefer nach unten. Das heißt, ich muss hier entlang laufen. Stimmt, ich habe einen Speicher abbekommen. Kann ich das hier einsetzen? Speicher für das Digiverse. Erhöht den maximalen Kundenspeicher um 5. Ja, perfekt. Das heißt, ich sollte jetzt wieder ein Digimon mehr mitnehmen können eigentlich. Die Kiste holen wir uns. Wiederbelebungskapsel. Hat sich schon gelohnt. Da haben wir auch eine Kiste. Pferdzusatz E. Wahrscheinlich Verteidigung erhöhen. Ein Goblimon. Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehme es mit jedem auf. Ja, wenn das so ist. Okay.
Session. Der macht extra Schaden. Und ein paar Level-Ups gab es auch wieder. So, jetzt wird gleich der nächste Kampf kommen. Ja, da. Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehme es mit jedem ab. Genauso wie der vorherige. Wieder ein Level up. So, die Kiste nicht vergessen. Verteidigungsboost. Dann nehmen wir die Kiste hier oben natürlich auch noch mit. Hinterhalt. Ein normaler Angriff hat glaube ich gereicht. Ja. Da reicht also auch ein normaler. So, Angriffsboost. Puh, ich bin geschafft. Der Angriff auf Kulun wird lange andauern. Du sollst deine verletzten Digimon lieber heilen. Hier ist es so sicher, so einfach, sich zurückzulehnen. Aber ist das was Gutes? Wenn du zum Kämpfen von der Farm weg möchtest, musst du viel trainieren. Genau, trainier. Rauch. Die haben nicht viele verschiedene Texte. Da sollte der Angriff reichen. Ja. Level 20 für Citramon. Wenn du zum Kämpfen von der Farm weg willst, das ist nicht die Nachricht, die ich gekriegt habe. Die zahlen viel für seltene Medaillen. Leicht verdientes Geld, oder? Vielleicht war es nicht richtig, ihm das zu sagen, aber was soll's. Das ist ja der aus Teil 1, genau. Ja. Hey Mephisto, Mephisto, Mephisto. Ein anderer Hacker hat ihn zuerst erwischt. Reiß dich zusammen, Mephisto. Mist, wer konnte dir so etwas antun? Hey! Huch, wer seid ihr denn? Wir sind wie ihr. Wir mussten etwas mit Mephisto regeln, aber was ist ihm passiert? Wer weiß. Mephisto wollte mit Konten handeln, wie immer. Aber er benimmt sich in letzter Zeit immer seltsamer.
Ich dachte mir schon, dass es komisch war, dass Mephisto heute so viel ruhiger schien. Aber er war gar nicht ruhig. Es war eher so, als wurde er von etwas gesteuert. Er wurde komisch, während ihr gekämpft habt. Was ist bloß mit ihm los? Wer weiß, der wurde ganz irre, wie ein ganz anderer Mensch. Außerdem habe ich kurz etwas mit ihm gesehen, das wie ein Digimon aussah. Das ist vielleicht der Grund für sein Verhalten. Wir wissen ja nicht sicher, ob ein digitalisiertes Bewusstsein von Digimon beeinflusst werden kann. Ja, einfach ausgedrückt. Das Grundsystem von ihnen umfasst so eine Art Gedankendigitalisierung, oder? Unsere Gedanken werden gescannt, wenn wir uns bei ihnen einloggen und als Mentaldaten in den virtuellen Raum hochgeladen. Durch die Datenkonvertierung in die Eden-Avatare behalten wir Erinnerungen aus der echten Welt und können im virtuellen Raum agieren. Mentaldaten sind immer noch Daten, also können Digimon-Programme sie beeinflussen, grob gesagt. Aber das ist unmöglich. Die Firewall, die Mentaldaten schützt, sollte auf jeden Fall sicher sein. Das stimmt. Aber wir müssen die Möglichkeit in Erwägung ziehen. Zumindest haben wir dafür gesorgt, dass Mephisto seine verdiente Abreibung bekommen hat. Stimmt's? Fall erledigt. Nein, noch nicht. Saxon hat uns gebeten, gestohlene Kontendaten zu neutralisieren. Die gestohlenen Konten müssen alle gesichert werden. Ich habe mit Mephisto Sans Gerätedaten kopiert. Erika, bitte analysiere sie. Ich will wissen, was er mit den anderen Accounts gemacht hat. In Ordnung. Warmann, hilf mir. Okay. Aha, du kannst dir jetzt helfen? Jawohl, immerhin hat Erika mich gerettet. Mal sehen, es gibt Protokolle von Mephisto Sans, wie er mit anderen Nutzern spricht. Sag mal. Er redet viel mit geschäftlichen Nutzern. Es gibt auch ein Protokoll zur Kontenübertragung. Das hier. Was ist das für ein Unternehmen? Nennt sich das famose Finanzinstitut. Da ist doch eindeutig was faul. Es klingt schon nach einem schlechten Scherz. Mephisto-san hat diesen Unternehmen wohl Konten verkauft. Der wichtigste Vertreter heißt Tooru Kayaba. Die Accounts wurden auf den Firmenserver übertragen. Lasst uns einbrechen und die Daten zurückholen. Die Kleine und ich sind dann wohl die Verstärkung? Tooru Kayaba, das nächste Ziel, das K erwähnt hatte. Vielleicht sollte ich Ryuji und den anderen von Kai erzählen. Sky, alles klar mit dir? Wir müssen los. Ja. Hat er jetzt gesagt, wohin wir müssen? Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir es im nächsten Part heraus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.